Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tank Mechanic Simulator hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier noch ein paar Teile anzubauen und noch ein paar zu kaufen. Ich werde dann mal eine Halterung, einen seitlichen Kotflügel brauche ich noch, ne? Seitlicher Kotflügel und dann brauche ich das vordere Blech wahrscheinlich auch noch, ne? Die muss ich mal noch kaufen hier. Da brauche ich noch ein paar Teile. So, das ist Wanne. Würde sagen, das ist seitlicher Kotflügel. Vorderkotflügel, den brauchen wir. Seitlicher Kotflügel. Oh, gibt es auch wieder zwei unterschiedliche. Ja, kommen wir beide einmal. Da, nur zur Sicherheit. Und dann brauchen wir noch eine Halterung. Halterung haben wir auch. So, dann würde ich sagen, einmal akzeptieren. So, minus 32 Dollar. Wir haben wieder Geld gekriegt von unserem Museum. Also das scheint sehr, sehr gut mittlerweile, nee, warte, da, Panzermuseum anzukommen. Ja, immer 4000 und ein bisschen was, ne? Also das ist schon sehr gut. Da kriegt man schon richtig gut Geld und in 10 Minuten gibt es den nächsten Bericht. Das nächste Mal Geld, das nächste Mal Punkte. Also wir haben auch von diesen Punkten genug. Das heißt also, wenn sie jetzt noch neuen Inhalt reinbringen, den können wir instant freischalten. Das funktioniert schon mal. So, jetzt müssen wir kurz mal ins Lager gehen. Mal alles ausholen, Reparatur anordnen. Bitteschön. So. Gut, dann werden die Teile jetzt repariert und die Teile, die wir schon haben, die können wir ja schon mal anbauen hier. Dann gehen wir mal in den Anbaumodus und dann geht's los hier. Machen wir hier einen Loop dran, dann machen wir hier einen Werkzeugkasten dran, Kuppel des Befehlshabers, den Boden bauen wir hier ein. Oh, der sieht sehr schön aus sogar, der Boden. So, Stuhl des Richtschützen, Ladeschütze, elektrische Box. Ah ja, guck an, aber auch was elektrisch schon dran, ne? So, für das horizontale Geschütz ein Visier hätten wir vorne, Geschützturmblende, dann hätten wir hier noch eine Geschützblende, oh ja, das wird mal ordentlich angedübelt hier. Na, so, dann haben wir hier das innere Geschützrohr und dann haben wir hier die Mündungsfeuerbremse. So, dann, oder Dämpfer. So, ah ja, hier fehlt mir noch wieder ein Teil vom Schwenker. Ja, was, okay. Ja, das ist dann so. So, gut. Dann wollen wir mal neu gehen in den Turm. So, dann haben wir hier noch den Sitz des Befehlshabers. Der ist jetzt vor die Rückenlehne nur. So, Handrad. Okay. Oh, da ist noch der Griff. So, dann müssen wir von oben nochmal gucken, glaube ich. Ne? Und dann müsste aber hier drinnen, müsste jetzt alles das schon mal so sein. Das ist auch sehr, sehr, sehr eng zusammengebaut hier. So, Klappe des Visiers. Ah ja. Okay, so, dann auf nach oben, ne? Zack. Ah, guck mal, hier oben ist was nicht lackiert. Da müssen wir nochmal mit der Farbsprühdose drüber. Bauteil nicht finden, oberer Look. Das Oberlook. Na gut. So, dann haben wir hier nochmal eine Klappe. So, und hier müssen wir nochmal mit der Farbsprühdose dran. Was haben wir jetzt? Lackiermodus? Ne, Grundiermodus. Lackiermodus. So, gut. Gut, okay. Also hier brauchen wir nochmal einen oberer Look für den Turm. Das können wir natürlich gleich kaufen. Ersatzteile. Geschützturm. Oberer Look. Ach, hier so ein Seitenteil brauchen wir auch nochmal. Oberer Look. So, zur Kasse gehen. Akzeptieren. Schließen. Naja, man kennt es ja. Ab ins Lager gehen. So. Reparatur anordnen. Abfahren. Gut. So, ein paar Gleisketten haben wir noch. Da geht noch was. So, dann bauen wir jetzt aber erstmal da weiter, genau, weil da haben wir ja jetzt. Gehen wir erstmal wieder auf. So. Rein damit oder ran damit. So, dann haben wir hier seitlichen Kotflügel. Und dann haben wir den vorderen Kotflügel. So, das haben wir, das haben wir. Ah ja, jetzt sehe ich noch den Antrieb hier zusammenbauen, beziehungsweise den. Das Reibrad hier alles zusammenbauen. So, mit Führungsrad. Sehr schön. So, Gleiskette hinten.
Gleiskette oben. Bolzen durchtreiben. Auch eine Gleiskette. Na, komm. So. Bisschen Bolzen durchtreiben. So, dann haben wir hier unten noch eine. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch ein Stückchen Gleiskette. So. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir uns mal. Achso, das geht so nicht. So, so geht das. Reinzusetzen in das Fahrzeug. Wo war das? War das hier? Testfahrt, Motor an, aus, Reichweite? Nee. Nee, Lager war es garantiert nicht. Panzerbewegung war es auch nicht. Panzeranalyse war es auch nicht. Innenraumoption. Ah ja. So. Jetzt sind wir einmal im Turm oben drin. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwo etwas gibt, was uns instant ins Auge fällt. Und jetzt brauchen wir mal den Montagemodus. Dann müssten wir es hier grau hinterlegt sehen, aber hier dieser Turm, so voll wie er ist, sieht schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir mal als Fahrer. Dann gucken wir mal im Innenraum. Da ist noch eine Box für Munition, fehlt da noch. Okay. Da fehlt noch eine Abdeckung. Noch eine Motorraumabdeckung. Box für Munition. Die ist ziemlich rostig. Die auch. Und das Bauteil ist nicht vorhanden. Wieso sind die so rostig? Die Motorabdeckung sieht auch nicht gut aus. So. Da müssen wir mal gucken. Im Tablet kann ich. Ne, so kann ich nicht. Ich muss jetzt aussteigen zu. Gut. Dann Tablet. Nee, nicht Tablet. Lager. Komisch, ne? Dass immer wieder Teile auftauchen, die ganz schön rostig sind. Der Hilfsgenerator. Das ist Teil zum Geld machen, glaube ich, hier. 1875. Das können wir uns merken. Falls wir mal wieder Geld generieren wollen, kaufen wir 100 Stück davon. So, okay. So, und dann fehlte uns aber noch so eine Box der Munition, ne? Das hätte ich jetzt gleich kaufen können. Naja, gut, okay. So, Ersatzteilshop. Wanne innen. Box für Munition. So eine fehlt uns dann noch. So, gekauft. Nein. Nein. Lager. Da. Reparatur anordnen. Fortfahren. So. Gut, dann fehlte uns hier noch so ein seitlicher Getriebedeckel. Wo war das denn? War das vorne, hinten? Was hat uns hier denn gefehlt? Bin ich einmal rumgelaufen. Na gut, dann gucken wir mal. In den Montagemodus. War das drin? Wo war denn dieser seitliche Deckel? Der war da oben am Turm. Ah. Jetzt. Gottes Willen. Na gut, okay. Da waren wir ein bisschen. Da waren wir ein bisschen off-topic jetzt unterwegs. So, dann haben wir hier noch den oberen Look. Klack, da ist er auch dran. Fertig. So. So, dann bringen wir hier mal rein. Machen wir hier die Motorabdeckung mal schick rein. Box für Munition in schön. Ja, nicht mehr so rostig. Gefällt mir ungemein. So, jetzt sehe ich, dass da noch was fehlt. Ein Feuerlöscher. Haben wir aber. Und jetzt mal gucken. So, sieht aber ganz gut aus hier, ne? Ja. Würde sagen, das sieht ganz gut aus. Dann klappt man den mal zu hier. Nehmen wir aus dem Montagemodus mal raus. Hallo? Okay. So,
Deckel zu, Affe tot. Dann würde ich sagen, setzen wir auch den Turm wieder drauf. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Das sieht doch sehr gut aus hier. Gut, dann gucken wir uns mal den Status des Panzers an. Mal gucken, wie viele Teile wir jetzt vergessen haben. So, und zwar haben wir hier Zustand des Schaltgetriebes, da haben wir ordentlich was vergessen. Innenraum des Geschützturms haben wir noch was vergessen. Am Motor haben wir noch was vergessen und beim Kraftstoffsystem haben wir auch noch was vergessen. So, im Schaltgetriebe, da ist noch ein Schalter rostig. Okay. Kann ich den jetzt hier vor Ort einfach mal sandstrahlen? Ich glaube, da muss mal gesandstrahlt werden, oder? Ja. Natürlich kann ich so nicht. Ja. Gut, nehmen wir ihn halt wieder raus nochmal. So. Müssen wir nochmal neu einbauen. Haben wir also nicht, einbauen nicht. So, jetzt erstmal ins Lager gehen. Alter. Reparaturen und in Fortfahren. So, immer noch ein Pedal, sieht doch nicht gut aus. Reparaturen ordnen, fortfahren. Dann noch eins. Da haben wir noch was. Eieieiei. So. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich alle angeklickt habe, ne? Mann, Mann, Mann. So, beim Motor haben wir noch irgendwas vergessen anscheinend. Und ach, guck mal, hier haben wir auch noch was. Ein Kraftstoffsystem. Na gut. So. Gut, jetzt sollte der Schalter aber hier original einbaubar sein. Und die Pedalerie. So. Okay, dann haben wir das. So, war noch was, was wir... Was fehlt? Achso, jetzt können wir wieder gucken im Panzerstatus. So, Innenwanne, Innenraum des Geschützturms. Da ist die Waffenrichtoptik des Richtschützen noch nicht richtig. Dann müssen wir den Turm nochmal runternehmen vom Ganzen hier. Super. So, Turm. Bitte nochmal da drüben hin. Wir müssen da nochmal drüber reden. Uns auch reinsetzen. Richtschütze. Raussetzen. Lager. Geschützturm innen. Reparaturen ordnen. So. Das ist aber auch alles da. Guck mal hier. Geschütz $4.500. Moment, das interessiert mich jetzt so, was das im Einkauf kostet. Wenn ich das Geschütz einzeln verrostet kaufe. $145. Und dann mache ich 4.000. Oh Gott. Jesus Maria und Josephine, das ist natürlich richtig teuer. So, dann setzen wir uns mal als Richtschütze wieder rein und dann machen wir hier Montage-Modus an und dann werden wir hier die Waffenoptik wieder einbauen und dann sieht die auch schicki aus. Alles klar. So, dann können wir jetzt wieder aussteigen. So, dann können wir den Turm wieder draufsetzen. Und dann ist ein Panzer auch wieder ein Panzer. So, gut. Dann gucken wir weiter. Panzerstatus. Das haben wir. Kraftstoffsystem. Da ist hier Verschluss des Kraftstofftanks. Der ist noch ganz und gar hässlich. Okay, bauen wir den ab. Dann gucken wir weiter. Was war noch im Kraftstoffsystem? So, Teil fehlt. Kraftstoffschlauch. Hilfstank des Generators. Okay, den können wir einbauen. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Panzeranalyse kannst du machen, aber...
Ja, so, und ein Kraftstoffschlauch fehlt uns noch. Hier ganz unten rum. Gut, den haben wir auch. So. Dann machen wir jetzt den Verschluss des Kraftstofftanks, haben wir sogar einen. Okay. Dann können wir den ja einbauen. So. Wenn ich den jetzt wieder gefunden habe. So, Verschluss des Kraftstofftanks. Ist schön. So, sehr schön. Gut. Dann haben wir das doch hoffentlich auch fertig auf 100%. Und dann haben wir hier noch am Motor irgendwas. Da ist noch ein Teil, den Ölfilter. Der ist noch nicht gesandstrahlt oder so. Wo ist denn jetzt der Ölfilter hier? Das ist der Ölfilter, Riemenscheibe. Wo ist denn hier der Ölfilter? Da ist der Ölfilter. Sandbestrahlung fehlt ihm noch ein bisschen. Ja, Motor nochmal rausnehmen. Dann müssen wir den Ölfilter nochmal sandstrahlen. Sollte jetzt ausreichen. So, und jetzt müsste der Gesamtzustand. Wo ist der Turm hin? Ach, habe ich jetzt den Turm runtergenommen? Ich bin ja einer. Turm wieder drauf. Motor wieder rein. So. Und dann gucken wir nochmal den Panzerstatus an. Und dann haben wir alles auf 100%. Sehr schön. Super. Gut. Dann hat er jetzt Fabriklack. Und wir haben 93.309 Dollar würden wir für dieses ganze Fahrzeug kriegen. Das ist ja verdammt viel Geld. Muss man hier ehrlich sagen. Also die deutschen Fahrzeuge sind schon ganz schön teuer. So, dann werden wir ihn jetzt ja erstmal bewegen. Ah, Lackiererei. Dann kriegt er ein bisschen Farbe dran. Und dann machen wir die Probefahrt in der nächsten Folge. So, Lackierung. Und zwar machen wir dann hier eine Tarnung dran. Und da nehmen wir... Nee, das sieht scheiße aus. So, oder warte mal, das hier. Und dann eine anständige Grundlackierung drunter. Nee. Gott, hier. Feuerrot. Na klar. So, russisches Braun, okay. Nee, das ist zu hell. Sind die auch zu hell? Das sieht schon sehr nah danach aus, nach dem, was ich haben möchte. Achso, das ist dann wieder überall drüber. Schon mal nach Wüstentarnung aus, so ein bisschen. Das ist jetzt schon wieder nicht mehr so, das ist zu modern. Oh, das sieht auch fürchterlich aus. Ja, sind jetzt die Farben eigentlich zu intensiv, ne? Also wir könnten das ein bisschen größer, fleckig hier noch gestalten, glaube ich. Kleinteilig wäre nicht gut. Fällt mir das so? Noch nicht. Sehr schön bunt. Das ist aber auch alles. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Sieht nicht mehr aus wie ein Panzer 4, ne? Streifentarnung sieht man jetzt gar nicht da drauf. Warte mal, dann müssen wir wieder hier dieses... Gar nicht. Ja, das sieht doch doof aus.
Oder wir machen den winterlichen Look. Müsste man aber, sagen wir mal, so ein... Blauer Panzer. Geht auch, ne? Ach, wenn wir an. So, kriegt er diesen Look. So, okay, gut. Der Look bleibt erstmal so. Und wir gehen dann... Auch neu, die Steps. Wir gehen in der nächsten Folge damit auf Tour. Alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.